Hallo und ja, herzlich willkommen zurück wieder, ihr Lieben. Ja, und zwar habe ich diesmal einen Haul für euch. Und zwar habe ich bei Durban Beats mal wieder was bestellt. Und ja, ich dachte mir, ich zeige euch das einfach mal. Ich muss sagen, es ist nicht die komplette Bestellung, wo ich hier habe, weil ein paar Sachen kommen erst noch nach. Und ja, man hat ja immer die Möglichkeit, sich auszusuchen, ob man alles mit einmal haben möchte. Und dann wartet man halt länger oder ob man halt die Sachen, wo gleich verfügbar sind, ja, als erstes haben möchte. Und ich habe mich ja halt dafür entschieden, weil ich halt gern mit den Sachen was machen würde. Und ja, dementsprechend zeige ich euch mal, was ich da alles Schönes so geshoppt habe, sage ich mal, ne? Ich will mal schauen, ob sich das platztechnisch jetzt ausgeht. Aber ja. Einmal so Kappen. So. Sieht das aus so? Ich glaube, ich muss mal kurz den Monitor ein bisschen dunkler machen vom PC, weil ich glaube, das blendet euch ein bisschen. Ja, ich glaube, so ist besser. So ist definitiv besser für euch. Ist zwar auch noch nicht ganz optimal, aber besser geht es halt momentan leider nicht, ihr Lieben. Dann habe ich mir das hier bestellt. Das sind so ja, Verlängerungskettchen. Ihr seht da mit so einem Endstück dran. So, dann habe ich hier einfach eine ganz normale goldene Gliederkette. Da mache ich mir dann quasi selber so Verlängerungskettchen draus. Es blendet immer noch da hinten ein bisschen, aber ja. Ich kann es gerade leider nicht ändern, ihr Lieben. Ich schau mal, ob ich es eine Stufe dunkler mache, aber dann ist es ein bisschen zu dunkel. Also ist, glaube ich, besser. Besser ist zwar jetzt sehr dunkel für euch, aber ist es, glaube ich, besser, wie wenn es blendet. So, dann haben wir hier so kleine Herzen. Das sind gerade die, wo ich gesagt habe, dass ich die für die Verlängerungskettchen gerne nehmen würde. Also dazu quasi, ne? So. Dann habe ich mir einfach so ganz, ganz kleine goldene Perlen geholt. Dann haben wir hier diese Quetschschalotten. Da habe ich mich keine mehr gehabt und auf Amazon und so, da kriegt man überall nur diese ganz, ganz Mini-Dinger. Mit denen kann ich aber nicht arbeiten. Und die haben halt einfach eine perfekte Größe. So. Ich weiß gar nicht, ob noch Material kommt, aber machen wir einfach mit den Perlen weiter. Und zwar die hier. Sind so wunderschön, ja, schwarz-blau. Ich hoffe, man sieht es halbwegs. Dann hier auch noch mal in so Blautönen. Die hier. So. Dann haben wir hier so goldfarbene. Dann habe ich hier nochmal so kleine in so Silber. Fand ich auch mega schön, vor allem halt die Kombination von denen. Stelle ich mir halt wirklich mega schön vor. Dann habe ich mir hier so kleine Strasssteine. Ihr seht, die kann man so auffädeln quasi, ne? Ich denke mir, das kommt bestimmt mega schön. Aber schauen wir mal. So, dann habe ich hier nochmal so goldene in ganz klein. Dann habe ich hier so weiß irisierend so ein bisschen. Die hier. So, dann noch so ein paar in Silber, auch so ganz klein, so wie die goldenen vorher. Dann habe ich hier so ein blaues. Also so ganz kleine blaue, wo auch so ein bisschen Schimmer haben. Dann habe ich nochmal ganz große silberne. So, was haben wir noch Schönes? Ja, dann habe ich hier so wirklich so ganz, ganz kleine 3 mm sind das, glaube ich. In drei Farben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da noch eine vierte Farbe bestellt hatte. Ich glaube fast ja. Aber es wird dann bei der Nachlieferung wahrscheinlich kommen. Aber die habe ich ja halt gerade für Armbänder gedacht. Und da finde ich die Farbkombi halt echt wunderschön.
Dann haben wir hier nochmal so Herzen, also Endstücke in Silber. Quetschalotten natürlich auch in Gold, hm? Damit man beide Farben immer machen kann. So, dann habe ich mir das hier bestellt. Das sind einfach so Kissen für Armbänder. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Also man könnte entweder hier zum Beispiel auch sowas reinstecken. Das ist eigentlich die Öffnung, aber theoretisch kann man hier auch was reinstecken. Und das ist halt einfach für so Armbänder. So quasi gedacht, dass man das Armband dann einfach da drum macht und dann kann man das so schön präsentieren. Ja, die Armbänder werde ich übrigens, sobald ich zeitlich dazu komme, ein Video machen, wie man diese Armbänder macht, weil ich finde die einfach wunderschön. Und ja, ihr seht jetzt gerade auf dem Kissen kommt das halt echt nochmal mega schön rüber. So, dann haben wir hier nochmal so ganz kleine Perlen, dann so schwarz-bläulichen Schimmer. So. Dann habe ich mir ganz, ganz viele von diesen Sticky Notes gekauft, weil die halt echt super günstig waren. Ah, da habe ich noch Perlnadeln. Sind auch super praktisch, gerade für die kleinen Perlen. Das ist halt urpraktisch, ne? Ja. Also wie gesagt, hier diese Sticky Notes, das sind jetzt alles die gleichen. Fand ich aber mega schön, vor allem halt, weil die halt echt mega günstig sind. Also da könnt ihr gerne mal schauen. Die kosten da echt so gut wie nichts. Dann das hier sind auch wieder alles die gleichen. Ist jetzt gleich, ich hab gleich fünfmal mitgenommen. Die kosten echt nur Centbeträge. Und ich finde die halt einfach mega süß, wenn man sich die hier anschaut, ne? So. Dann haben wir noch ein paar Silikonformen. Ja, seht ihr, da habe ich euch sogar eins unterschlagen. Das gehört mir auch noch dazu. Und zwar habe ich mich da ein bisschen vertan, weil ich habe nämlich nicht auf die Größe geachtet. Und ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil sie doch sehr, sehr groß sind, aber ja, halb so wild. Und zwar einmal so eine schöne Schneeflocke. Dann haben wir hier so ein Rentier. Ein Weihnachtsbaum. Die Schneeflocke nochmal. Und das Rentier nochmal. Dann habe ich mir so Karten einfach bestellt, so Thank-You-Karten. Finde ich eigentlich ganz schön, weil da kann man teilweise einfach so ganz kleine Schmuckstücke drauf machen und das schaut dann einfach viel, viel schöner aus gleich. Und zu guter Letzt, da der andere Teil ja noch nicht da ist von der Bestellung, habe ich mir die Stifte hier mitgenommen. Das sind einfach so normale ja, Kugelschreiber. Aber ich fand es halt cool, dass die hier oben diese Öse haben, weil dadurch kann man dann einfach noch irgendwie mit Perlen verzieren und dann schaut es halt mega cool aus, finde ich. Und ja, ihr Lieben, das war's dann fürs Erste für den Haul. Wie gesagt, ein Video für die Armbänder kommt die Tage oder nächste Woche. Sag mal lieber nächste Woche, ich will nichts versprechen. Aber spätestens nächste Woche auf jeden Fall. Und ja, in dem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.